Ich bin heute unterwegs als riesiger Oktopus und muss einfach mal alles Mögliche zerstören. Von irgendwelchen Labors bis hin zu riesigen Städten. Freunde, es wird wirklich sehr, sehr lustig. Ich spiele den Oktopus-Simulator. Wenn ihr mehr Folgen hier wollt, seht ihr das gerne ein Like oder auch ein Abo da. Und jetzt viel Spaß. Guckt euch das mal an hier, Freunde. Da bin ich einfach ein roter Oktopus. Und ich kann hier einfach so, ich kann mir zum Beispiel einen Stein nehmen und den einfach auch schmeißen. Uiuiui. Also ihr seht schon, in welche Richtung das Ganze geht. Oh, bricht etwa der Oktopus gerade aus dem Kerker da aus? Aus dem Becken? Hallo? Oh, yo! Okay, komm, ich schmeiß hier einfach mal ein bisschen Sachen um. Hier! Das Sandwich! Was sagt sie? Was hat sie? Sie hat irgendwas? Sie braucht irgendwas oder was? Komm, hier, das brauchst du. Du brauchst hier mal so ein Stück. Guck mal hier. Oh, ich habe eine Mission gemacht. Warte mal, guck mal, wir haben hier auf jeden Fall auch Missions. Saubere einen Schreibtisch. Okay, gib dem irgendwie Wissenschaftler ein Mikroskop. Hab eine Dusche und irgendwas sollen wir bessern oder so. Okay. Wie sollen wir denn jetzt hier ein Mikroskop geben? Wo soll das denn sein? Hallo? Hallo? Okay, okay. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich krank aus. Hä? Ich muss... So, weg mit dem Stuff jetzt hier. Also irgendwo muss hier das Mikroskop rumliegen. Anscheinend sind die alle so beschäftigt, dass sie mich hier gar nicht bemerken. Aber wo soll jetzt hier das Mikroskop? Da oben! Da sehe ich es doch! Komm, das holen wir uns jetzt erstmal. Hier, komm, Wand hoch! Ich wusste gar nicht, dass so Oktopusse so lange über Wasser, außerhalb vom Wasser leben können. Oder bin nur ich das? So, hier, komm, das Mikroskop haben wir. Das bringen wir dir jetzt. Kann ich hier das einfach droppen oder wie? Ja! Knock off! Ja, hier, nimm doch! Mann, was will sie denn noch haben? Jetzt sollen wir uns eine Dusche gönnen. Aber wo am besten? Hier, das sieht doch nach Dusche aus, oder? Kann ich das jetzt nicht einfach anmachen? Ja! So, jetzt bin ich auch voller weg von Chemikalien, Freunde. Die wollen nämlich irgendwelche Experimente an mir machen oder so. Deswegen, ist das denn ein Schlüssel? Nee, keine Ahnung. Irgendwelche Experimente machen, deswegen, das lasse ich nicht mit mir zu. Und da an der Wand ist dieser Fisch. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, da kann man so draufdrücken. Dann fängt der so an zu singen. So, das hatte ich auch früher. Richtig lustig. Warte mal, was habe ich? Okay, was muss ich noch machen? Ich soll noch eine Pflanze bewässern. Ja, kriege ich hin. Weil ich sehe doch hier schon, dass hier die Pflanze steht. Sie steht hier noch irgendwo eine. Ich habe hier halt alles auch ruiniert. Hier bei dem Typen. Keine Ahnung. Oder ich hole mir die Pflanze da oben einfach mal weg. Und dann... Ja, an der Decke einfach. Ja, okay, Pflanze ist schon mal runter. Das ist schon mal gut. Jetzt kann ich die, glaube ich, aufsammeln. Und dann muss ich sie eigentlich nur noch bewässern. Also ich nehme mir die mal so. Ich meine, ich will doch was Gutes tun. Ich will der Pflanze doch was Gutes tun, Freunde. Hier, rein damit jetzt. Ja, haben wir geschafft. Sehr schön. Die lassen wir da. Die kann ruhig ein bisschen Wasser vertragen. Und wir haben... wir sollen drei Fische scannen. Aber wo soll man denn jetzt hier Fische scannen? Hier an dem Gerät? Hier, das sieht nach Scanner aus. Hier, guck mal. Aber wie sollen da jetzt vorne Fische rein oder was? Ja, hier lag doch die Makrele, oder nicht? Warte mal, kann ich mir die nehmen? Und jetzt würde ich fast sagen, die muss eigentlich nur hier auf dieses Laufband drauf. Und dann müsste es eigentlich gescannt werden, wenn ich es mich... Ha! Kann ich überhaupt hoch damit? Hier an der Seite? Oder wo soll ich das... Ja? Ja, alles gut. So, und jetzt reinschmeißen. Und ja, eingescannt. 1 von 3. Das heißt, es müssen noch mehr Fische sein, ne? Ich würde fast sagen, das an der Wand ist auch ein Fisch, oder was? Den sollen wir auch scannen hier. Den sollen wir uns klauen hier an der Wand. Okay, warte mal, wir probieren mal aus. Ich habe ihn auf... Alter, das ist der Song! Genau der! Der lief bei mir auch immer! So, ich muss das Ding nochmal kurz neu angreifen, so. Alter, ganz schön schwer das Teil hier für mich als kleiner Oktopus. Ich schmeiß das mal darüber, so. Nehme ich mir das Teil nochmal und kann ich das da oben reinschmeißen? Ah, nicht ganz, das passt nicht ganz. Okay, warte mal, dann muss ich es nehmen. Ja, ist ja gut, ey. Wir kennen doch den Song. Hier, komm hoch jetzt. Und jetzt rein mit dir da. Naja, fast. Nochmal rein. So, 2 von 3 haben wir schon. Jetzt noch ein Fisch. Aber welcher? Ich würde halt fast sagen, der da. Aber, also Nemo, aber ich weiß nicht genau, wie ich den bekomme. Hier ist halt noch so ein Seestern. Meint ihr, der geht auch durch als Fisch? Ist halt nicht genau. Ich könnte ihn halt auch nehmen. Rein damit. Ja, haben wir geschafft. Sehr schön. Wow. Das explodiert. Ach, weil das gar kein Fisch war, oder was? Use the hand scanner to escape from the room. Okay, also jetzt noch mal den Handscanner. Alter. Der Typ. Ich glaube, dem geht es gar nicht mehr so gut. Jetzt sollen wir hier anscheinend rauskommen aus dem Labor. Freunde, ist natürlich das Ziel abzuhauen. Geht das jetzt hier? Hallo? Wir sollen irgendwie... Ach, wir müssen, glaube ich, die Hand von dem Typen nehmen, oder was? Oder meint ihr, das geht, wenn ich hier die Hand nehme von dem? Warte mal, kann ich mir... Okay, ich kann... jetzt habe ich nur die Hand von dem. Okay, jetzt muss ich hier hochlaufen. Ja, habe ich vorgehalten. Und jetzt kann ich raus. Raus hier! Solange es keine... Oh Gott, das sind... Oh Gott, die sehen mich hier gleich. Überwachungskamera. Ist hier... Hier ein Karton? Kann ich mich hinter dem verstecken? Oh nein! Wo bin ich denn jetzt? Ja, ich bin oben an der Decke. Ja, dann ist ja gut. So... Hier sollten die mich ja eigentlich nicht sehen, wenn ich oben an der Decke bin, ne? Hier könnte ich ja eigentlich abhauen. Ich muss eigentlich nur der Kamera ausweichen. Oh, was ist da denn noch? Ich kann dir das gar nicht erkennen.
Oh Gott, oh Gott. Okay, also die Kameras können mich schon mal nicht sehen. Aber wo ist der Ausgang, ist die Frage. Und, ja, haben wir geschafft. Haben wir auch sehr gut geschafft. Wir sollen eine Person, die Hilfe braucht, helfen. Was ist das denn hier? Alter, was ist das denn für eine Ekeltoilette hier? Sollen wir da rein oder was? Warte mal, das wäre ja übel lustig. Wir gehen mal rein hier und... Bringt das was? Nee, das bringt gar nichts. Ist einfach nur kaputt, die Toilette, glaube ich. Aber was sollen wir machen? Wir sollen eine Person, die Hilfe braucht, helfen. Ja, die braucht Klopapier. Ja, gar kein Problem. Wir sind doch auch ein netter Oktopus. Dann holen wir doch mal ein bisschen Klopapier hier. Hier versteckt sich das Klopapier. Ich nehme mir mal eine Rolle. So, habe ich. Ich komme doch schon. Ich bin auch ein netter Oktopus. Ich will doch gar nicht... Ja, nimm jetzt. Sehr gut, haben wir geschafft. Ich will doch gar nicht böse sein. Reicht das schon? Wo sollen wir denn jetzt hin? Okay, okay, warte mal, komm. Ich gehe mal wieder hoch hier. Irgendwo soll ich jetzt nochmal hingehen. Ich glaube, in den Lüftungsschacht. Oder? Also wenn ihr auf jeden Fall wisst, was dieses Sewers heißt, dann sagt es mir auf jeden Fall gerne in den Kommentaren. Ich musste einfach gleich mal nachgucken, glaube ich, was es heißt. Aber ich würde sagen, vielleicht ist es auch offensichtlich, was es heißt, wenn ich hier irgendwie raus... Oh, fast haben mich die Kameras gesehen. Wenn ich hier irgendwie rauskomme. Wir können halt nochmal gucken, was hier hinten im Raum ist. Da ist auch noch so ein Typ am Snackautomat. Ich habe auch Hunger. Ich hätte auch Bock auf Snacks jetzt. Warte mal. Ja, Gott, oh Gott. Oh, ich sag euch, also die Sicht ist hier auf jeden Fall so ein bisschen... Nein! Die haben mich gesehen. Haben die mich jetzt gesehen? Ich hoffe nicht, oder? Es hat gerade so gelb geleuchtet auf einmal. Vielleicht war es auch nur eine Verwarnung oder sowas. Kann ich hier reingehen? In den Lüftungsschacht? Geht das? Hallo? Darf ich hier rein? Kann ich hier noch irgendwas machen? Ist hier irgendwo der Notausgang? Ich muss halt hier irgendwie rauskommen. Und ich habe halt auch ein bisschen Hunger, muss ich gestehen. Hier? Was ist denn hier noch? Oh Gott! Guck mal, hier ist so ein Feuerlöscher. Kann ich mir den nehmen? Nee, geht auch nicht. Und hier die Snacks, kann ich mir davon was nehmen? Mann, ich bin ein Oktopus, der will doch nur eine Cola. Oh Gott, lecker. Donuts. Das sind Donuts, guck mal. Oh, da, Donuts. Mmh, oh mein Gott. Und die Mikrowelle und so. Also, aber so richtig entkommen kann man hier anscheinend nicht, ne? Und hallo. Hallo. Kann ich was für Sie tun? Wollen Sie irgendwas? Was haben Sie denn so ein komisches Gesicht? Hä? Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Hier, nehmen Sie mal das. Oh Gott, eine Banane. Oh Gott, die sieht auch lecker aus. Ja, die kann ich auch essen. Nein, die Banane will ich. So, die kann ich auch essen. Tschüss. Ich hau jetzt mit der Banane ab. Ich entkomme jetzt mit der Banane. Hä, also Freunde, ich check gar nicht, wo ich lang muss. Anti-Gravity Lab. Da würde ich halt eigentlich gerne nochmal reingehen. Aber ich weiß nicht genau, was da sein soll. Kann ich hier rein? Geht das? Anti-Gravity Lab. Oh, das hört sich sehr, sehr cool. Ja, es geht. Ich kann hier irgendwie durchgehen oder sowas. Ich bin drin im Büro. Okay. Leuchtet auf jeden Fall. Guck mal, wie cool. Hier sind irgendwie so, was ist das denn? Hier ist irgendwie so ein komischer Tisch, der soll angeblich keine Schwerkraft haben. Hier sind noch so Fässer und sowas. Aber hier hoch kann ich nicht. Kann ich die Fässer nehmen? Nee, das geht auch nicht. Oh mein Gott. Aber wisst ihr, was krass wäre, wenn ich irgendwie hier in so eine Maschine reinkomme und dann irgendwie dadurch, weil ich da drin bin, irgendwie ein ganz anderes Tier wäre oder sowas. Das wäre richtig krank. Was ist hier? Der Stromkasten. Muss ich hier irgendwas anmachen oder so? Da ist so ein Hebel auch. Nee, aber das sieht nicht ganz, das sieht nicht danach aus, als würde ich jetzt... Keine Bananen! Ich brauche ganz schnell die Banane zurück. Wo ist die nochmal? Ich brauche ganz schnell die Banane, dann will ich die da mal reinschmeißen. Jetzt muss ich mir die Banane schnell holen, schnell! Ich hab sie! Ich hab sie! Nein! Hoch! Hoch! Oh Gott, war das knapp! Da haben mich fast die Kameras gerade gesehen. Die haben schon so so gelb angefangen zu blinken. Okay, okay, jetzt in den Gravity-Raum. Und ich sag euch, ich schmeiße da die Banane rein. Aber ich bin ziemlich gespannt, was dann passiert. Nein! Jetzt kann ich hier nicht lang. Ich muss jetzt hier irgendwie... Oh Gott! Nein! Nein! Bitte nicht! Ich muss jetzt hier in den Gravity-Raum rein. Ja, genau so. Genau so. Und jetzt rein hier. Oh Gott! Rein jetzt hier. Okay, sehr gut. Ich hab's. Okay, und jetzt einfach nur die Banane da oben reinschmeißen? Oder wie kann ich das verstehen? Und rein hier? Hä? Wieso sagt er denn keine Bananen? Wo soll die Banane denn hin? Also irgendwo muss ich die Banane jetzt hier hinlegen. Darüber schmeißen? Nee. Passiert auch nichts. Hier irgendwo rein? Da rein in die Maschine oder so? Hä, wo soll ich die denn hinpacken? Hier in den Stromkasten? Ich weiß auch nicht, wo die hin sollen. Also Freunde, ich habe keine Ahnung, wo diese Banane hin soll. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Die würde ja nicht ohne Grund überall stehen. Vorsicht, keine Bananen. Ja, aber wo soll die Banane denn hingeschmissen werden? Also ich habe keine Ahnung, wo die Banane hin soll. Aber irgendwo soll die da auf jeden Fall hin. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir echt gerne in die Kommentare. Nein, wo soll ich denn jetzt hin? Da war auch noch ein Büro. Ich will jetzt hier einfach nur noch... Nein, lass mich doch in Ruhe, Mensch. Du schießt mich direkt zu dem... Nein! Oh, lass mich in Ruhe, bitte. Ich habe auf jeden Fall nachgeguckt, was die Sewers heißt. Und zwar ist es irgendwie die Kanalisation oder so.
Und ich wurde... Ah, ich wurde gesehen. Okay, gut, bin ich hier gespawnt. Jetzt soll ich auf jeden Fall in die Kanalisation rein. Und dann soll man dadurch anscheinend abhauen können hier durch die Toilette. Und rein hier. Und ja, damit haben wir alle Missionen geschafft und das Spiel erfolgreich beendet, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, gerne auf den Like und auf den Abo. Wenn ihr noch einen weiteren Part von diesem Octopus-Simulator sehen wollt, lassen Sie mich gerne in den Kommentaren wissen. Tut mir den Fall, checkt gerne eins von den anderen meinen Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.